Macht einen Abgang. Los. Kann ich den sehen? Jetzt ist er weg. Boah, der Fernseher muss aber saumäßig schwer sein. Ich bin von Umzugshilfe. Mir darf keiner hat. So, hin damit. Schnell nochmal zurück. Den Drucker mitnehmen. Mist, da kommt schon wieder jemand. Ich bin vom Drucker-Reparaturdienst. Ich darf das abholen. Ich habe einen Abholschein. Okay, der Fernseher nimmt so einen kleinen Platz weg. Könnte man rein theoretisch den anderen auch noch mitnehmen. Also ein Fernseher müsste da noch reinpassen. Ist aber gerade ungünstig. Jetzt wird es aber langsam knapp, ne? Ich müsste hier die Sachen mal alle an die Tür stellen sollen. Weil jetzt kommen sie alle lang gelatscht. Scheiße. Bis wie viel Uhr haben wir denn Zeit? Wo sind wir denn jetzt? Bei 113. Kommen die denn wieder hier? Die Schlümpfe. 14 Uhr. Na, ein bisschen Luft haben wir noch. Wer hat die Tür zugemacht? Okay, den anderen Fernseher, den muss ich auch noch haben. Ich bin der Postbote, ich will nur einmal klingeln. Kommt genau in seinen Radius, ne? Ja, der kommt hier auch genau auf die Seite. Ich gehe mal ein bisschen weg, damit er mich nicht unbedingt sieht. Wie ich den Fernseher irgendwie mal heischleppe. So, der ist schon mal weg. Ich glaube, den Receiver, den kriege ich glaube ich nicht mehr mit. So, Auto ist voll. Rucksack ist voll. Toilette kaputt. Haben wir noch Zeit? Bis 14 Uhr? Das schaffen wir noch. Und wie war das Schnellmenü Q? Eben kurz das Klo zerdeppeln. Ich wurde von einem Mieter gehört. Ist doch gar keiner da. Guten Tag. Ich bin Klempner. Das ist mein Job, sowas zu tun. Bitte keine Fragen. Ich wurde von einem Mieter gehört. Die haben also alle ihre Häuser nicht gekauft, die wohnen nur zur Miete. Das heißt, so gesehen brauchen wir arme Schweine. Aber wenn sie sich kein Haus kaufen können, sind die arm. Ich kenne das. Nur Reiche können sich Häuser kaufen. Alles klar, nach Hause. So, haben wir gemacht. Haben wir ausgeräumt, die Bude. Boah, richtig abgesahnt haben wir hier. Level aufgestiegen. Zackikowski. Zieh jetzt mal rein, Junge, hier. Guck mal, hatten wir alles noch gar nicht. Kleiner Fernseher. Zwei Stück. Ein paar Router. Radio. Topf Blumenvasen. Smartphones, noch eine Vase und der teure Drucker. Mal gucken, was der wert ist. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104's windshield. Echt jetzt? Also die Lombardis, Lombardos, Lombabumbelumbels, die sind, glaube ich, wirklich Versicherungsmakler, oder? Kann das sein? So, ich habe die Taschen voller Kram. Ich muss das erstmal loswerden. Blumenvase, tschüss. Wird das hier eigentlich auch mal weniger? Irgendwie habe ich das Gefühl, da wird nicht weniger. Elektronik, ein Router, tschüss. Küche, alter Toaster, nö. Hier, Spielzeugauto sollen wir klauen. Habe ich noch gar keinen von hier gesehen. So, sonst haben wir alles durch, ja. Okay. Schlag eine Autoscheibe bei 104 ein. Was bin ich denn für ein Dieb, Alter? Ich bin ja mehr so Vandale als Dieb. Kann das sein? Pfandhaus. Erstmal den restlichen Kram verkaufen hier, immer. Welcome back. Ja, jetzt kannst du auch die Fernbedienung haben, Junge. Wo ist denn die Fernbedienung? Boah, 270, nice. Tschüss. Wo ist die Fernbedienung? Habe ich die?
Habe ich die nicht hier reingelegt? Anscheinend nicht. Okay, wo ist die hin? Doch, hier. Ich schätze mal, die ist für den Fernseher, den wir schon geklaut haben. Kollege, du hast einen Fernseher ohne Fernbedienung. Wie wär's denn damit? Viel Spaß. Wo war die Tür da? So, dann lass mal gucken. Erstmal Skills. Wir haben 2 Points. Aber wir müssen hacken machen. Ne? Was brauchen wir denn hier? Elektronik, ne? Stufe 1, erst ab Level 14. Wir sind Level 8. Level 9. Wir können eh nur den machen. Mehr Gegenstände vor Ort begutachten. Keine Ahnung, was das heißt. Und Level 9. Toll, jetzt haben wir einen Skillpunkt, den wir nicht ausgeben können, weil wir nicht das passende Level haben, oder was? Was ist das für ein Verrat? Verrat! Gut, 113 ist damit erstmal erledigt. Gut. Wir sollen zu 104 oder so. Hier, die Jones. Oh, oha. Müssen wir mal gucken, ob wir für die, über die noch Infos kaufen können. Ansonsten, warte mal, wir haben noch, was haben wir noch so hier? Die Bakers. Was ist hier los? Ein Gemälde stehlen bei 110. Aber keine Infos zu. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal die 110 ausspionieren. Die waren ja gleich ums Eck, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Die 110. Die müssen wir erstmal gucken, wie die zu Hause sind, weil da sind wir noch ein Gemälde. So, da haben wir auch mal fachmännisch hier hinten geparkt, ne? So, da ist nämlich das Gemälde. Oh. Mist. So, da packen wir mal ganz unauffällig hier. Hallo, hallo. Waren das nicht die, die die Gitter vor dem Fenster haben? Ja, hier mit dem Ding. Guck, der liegt hier so auffällig. Bringt mir aber gar nichts, ne? Ne, 111 war mit den Dingern vor den Dingern. Mit den Dingern vor den Dingern. Für 110. Kam hier nicht rein? War hier nicht mal der Zaun kaputt? Ich meine, wir waren doch schon drin. Haben wir irgendwas für 110? Auf Tash? Zufällig? Nö. Einfach mal gar nicht. War das nicht das Anfangshaus? Ja, sicher. Hier sind wir doch von da hinten rumgeschlichen, meine ich. Ich weiß es genau. Haben wir die hier nicht schon mal besser ausspioniert? Hallo. Ich sehe die auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Da kann man doch von hinten rum rein, oder? Guck mal, der kann über Efeuzäune klettern. Die sind niedriger als die hier. Aber hier kommt er nicht hoch. Das Gras sieht auch so schön aus. Hallo, ich kam mir doch schon mal hoch. Lass mich hoch. 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 Ich will da rein. Geht doch. Ich gehe mal über Entdeckung, ne? Ich sehe gerade keinen. Aber irgendjemand ist da drinnen, glaube ich. War mir nicht auch schon drinnen? Nee, da ist gar keiner drinnen. Ist gar keiner da. Doch, da. Wieso kann ich die nicht... Wieso wird die auch nicht angezeigt? War das nicht Maus 3 markieren? So, Routine erfasst. Ach, guck mal, wie lange die nicht da sind. Krasses Pferd. Mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen, ne? Bis gleich, Routine erfasst. Ich meine, wenn wir gerade hier sind, dann lass mal einmal machen. Können wir einmal gucken. Wo sind wir jetzt überhaupt bei?
111. Hier eine Stunde noch warten. Ah, guck mal hier, wie lange die nicht da sind, Alter. Richtig edel. Da muss man gleich nur wissen, wo die hin abtauchen, ne? Schneller Uhr. Ich habe nicht ewig Zeit. Was ist das für ein komisches Spiel? Und das ruckelt immer noch nicht mehr. Ich hoffe, vielleicht bei euch läuft es ja trotzdem gut. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur bei mir so. Wer weiß das schon? Und gleich müssten die, glaube ich, ans Fenster glotzen kommen, oder? Jetzt ist es 18. Okay, jetzt können wir nicht mehr so lange warten. Jetzt muss ich in die 110. Ich muss das Gemälde mitnehmen. Oh, 110 haben wir auch null Info, ne? Einfach die beschädigten Zaun hinter dem Haus. Wieso sagst du mir jetzt? Steht das hier nicht leer? Das hier steht doch leer, oder nicht? War das nicht so? Oder wohnt hier jetzt jemand? 110 steht doch leer. Wenn ich mich nicht gänzlich irre. Und der Zaun hier ist beschädigt? Nie. Der Zaun ist nicht beschädigt. Aber das Haus hier ist doch leer. Aber hier gibt es doch, glaube ich, auch gar keine andere Möglichkeit, als entweder durch die Vordertür zu spazieren. Oder eine Scheibe einzuschlagen. Ich wurde nicht gehört. Ich soll aus dem leeren Haus ein Gemälde klauen. Ist ja toll. Na, ich hätte besser durch die Vordertür gehen können, als mich jetzt an dem an der 111 nochmal zu weit vergleichen. Guck mal hier. Das hier war nämlich der beschädigte Zaun. Aber der ist nicht mehr existent. Hat das Spiel jetzt nämlich weggemacht. Ich weiß nicht, ob wir damit gesehen werden von den anderen Bewohnern da gleich. Ich hoffe natürlich nicht. Aber ich habe keine andere Möglichkeit, hier rauszukommen sonst. Außer wir gehen vorne durch. Aber ich glaube, jetzt kriege ich das Bild nicht mehr rein. Die muss natürlich jetzt da rumglotzen, ne? Oh, er geht in den Garten. Scheiße. Wo soll ich jetzt vielleicht nicht hingehen? Das ist jetzt aber ungünstig. Wie lange lungert er da im Garten rum? Frag für einen Freund. Küche, Garten, Garten, Garten. Die ganze Nacht. Na toll. Ja, komm mal, hier kacken, Junge. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Krieg ich das Bild hier wieder rein? Dann gehe ich nämlich vorne raus. Jo. Ach, wenn wir gerade hier sind. Was soll's? Hier, alter Toaster. Nur, glaube ich, eh noch zum Abgeben. Hier so eine alte Pfanne. Bringt zwar alles nicht mehr viel, aber. Also nichts. Ach, auch das noch. Vom doof finde ich ja, du kannst nur bestimmte Türen mit bestimmten Dietrichen öffnen. Also schon ein bisschen schwachsinnig, oder? So, Gemälde. Lautziger, moin, hallo. Wieso kann ich dann nur bestimmte Türen mit bestimmten Schlüsseln öffnen? Das ist auch dumm. Hast du mich schon mal gefragt? Kann ich dir immer noch nicht beantworten, mein Junge. Ich bin immer noch bei meinem ersten Run. Und hoffe, jetzt sieht mich gleich keiner, wenn ich hier wegrunne. Ihr habt nix. Ich schwör. Wie lang hier? 109 haben wir schon komplett leer geräumt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, das Haus steht. Die ganze Zeit leer. Oh, okay. Dann Glück haben.
Oh, da hast aber ein bisschen gesuchtet, ne? Gut, wahrscheinlich hast du mehr Zeit zum Spielen als ich. Ich hätte auch gern so viel Zeit. Aber ich kann es dir leider nicht sagen. Ich weiß es nicht. Im Moment haben wir hier eigentlich noch genügend zu tun auf dieser Map. Ach, dieses. Guck mal, mein Auto steht schon so lange hier, wechselt gerade schon durch. Großartig. So, einmal wieder durchs Gezuppel fahren. Raus aus der Stadt. Und dann fahren wir erstmal nach Hause. Weil ich hätte auch gleich ins Pfandhaus fahren können, ne? Aber ist ja egal. So, das Gemälde haben wir bekommen. Ja, war nur B. Weil wir eine Scheibe einschlagen mussten. Wahrscheinlich neue Hinweise verfügbar. Das ist auch sehr toll. Dann wollen wir mal gucken. Da wollte noch irgendjemand einen alten Toaster haben, wenn ich mich irre. Aber die Frage ist es auch der alte Toaster oder ist es ein anderer alter Toaster? Tränentrophäe. Ja, immer noch. Autoteile, Elektronik, Mikrowelle. Küche, alter Toaster. Schuss. Ich glaube, die suchen immer mal wieder was anderes, ne? Das glaube ich sowas wie. Ja, ist sowas wie eBay, deswegen heißt es Black Bay. Okay. Ja, Elektronik können wir noch nicht. Kommt erst noch. Dauert noch ein bisschen. Da können wir. Das hier können wir machen, ne? Ach ne. Juwelierswerkzeug. Brauchen wir Stufe 2, wenn wir Schmuck klauen wahrscheinlich, ne? Na gut. Notizen. Wir müssen zu 104. Brauchen wir Infos. Gehen wir mal schnell kicken. Kriegen wir mal 104 Infos. Ja. Sicherheitstipps. Über die Ranken in den zweiten Stock zu steigen. Okay. In der Garage ist eine wertvolle Gitarre. Zwischen 8 Uhr morgens und 7 Uhr abends ist nur ein Bewohner zu Hause. Ja, mir wäre es aber lieber, wenn gar keiner zu Hause wäre. Ich bin nämlich nicht unbedingt der leiseste Lauch hier unterwegs. Bin ich nicht so der Typ für. Kann ich das. Nee, Auto Dietrich. Schade. Schlösser knacken Stufe 3. Haben wir auch noch nicht. Ja, Routine der Bewohner und ein paar Hinweise können ja nicht schaden. Ne? Wenn es das Spiel anbietet, warum nicht? Bei 104 sollen wir auch nur eine Scheibe einschlagen. Das sollte nicht so schlimm werden. Eigentlich. Dann gehst du hin, haust du drauf und läufst du weg, ne? Wow, $40 ist das Ding wert. Hey, hat sich voll gelohnt, das Gemälde zu holen. Bin hart beeindruckt. Ist einfach mal nichts wert. Ist wahrscheinlich eine billige 0815 Kopie. Selbst gemalt wahrscheinlich auch noch. Und sieht auch noch aus wie Dreck. Ja, die, was haben die mit. Also, wir spielen hier einen Diebes-Simulator, ne? Da frage ich mich auch, was soll dieses Kaputtgemache? Weil das wollen ja diese komischen Lombardis, die für uns die Kaution hinterlegt haben. So viel habe ich mir noch gemerkt aus der Story, wenn man das so nennen möchte. Warum? Weißt du, die geben das ja in Auftrag. Die Frage ist ja, warum? Warum geben die das in Auftrag? Sind die. Ich vermute ja, die sind Versicherungsmakler. So, 104 ist der. 104. Oh, unbekannt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die sind. Garage, kann ich die öffnen? Nö. Oha. Ach, das nennt sich dann zweiter Stock, oder was? Okay, einer ist wahrscheinlich nicht zu Hause. Fragt sich, wo ist der andere? Sehr viel leicht lungert der irgendwo hier draußen rum. Da ist einer. Zack. Beide zu Hause. Die können wir aufmachen. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ist hier ein Parkplatz? Ja, da vorne ist ein Parkplatz. Alter, der zeigt hier aber ganz schön spät die Routine an, ne? Oh, kann das sein, dass immer einer zu Hause ist? Das wäre aber nicht so gut. Wir müssen in die Garage kommen. Das geht, glaube ich, am besten, wenn wir unten sind, ne? Sonst haben wir auch wie Ranken, wertvolle Gitarre, Autofenster. Wenn die schlafen. Ja, es ist 0.33 Uhr und die pennen nicht. Oh Mann.
Da kann ich eine Kamera befestigen, hier nicht so. Also wir können das mal versuchen, ne? Ja, aber wir können jetzt mal gucken, wie lange die da unten bleiben. 104, Küche, Schlafzimmer, Schlafzimmer, Toilette, Schlafzimmer, 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 Toilette. Alter, was ist das denn für ein Rhythmus, Junge? Okay, die gehen gleich pennen, ne? Wenn ich richtig sehe, ja. Ab 1 Uhr. Und zwischendurch steht einer auf und geht aufs Klo. Für eine Stunde. Mach ich auch immer so nachts.